Ja, die WM 2010 in Südafrika ist vorbei. Jetzt steigt in Deutschland die Frauenfußball-WM der U20 Juniorinnen. Wir fragen jetzt mal in der Weltkompakt-Redaktion nach, ob da überhaupt irgendwer darüber Bescheid weiß. Ja, ich stehe jetzt hier bei Julia Smirnova. Ich frage jetzt einfach mal, was könnte denn mit der Popshow gemeint sein oder dem Popstar? Popstar ist wahrscheinlich jemand wie Michael Jackson. Irgendjemand, den alle kennen, auch wenn sie seine Musik nicht gehört haben. Könnte es vielleicht eine neue Show auf ProSieben sein? Keine Ahnung. Popshow. Aber du bist schon im Sportressort, ne? Vollkommen. Ich habe. Ha? Lothar Matthäus von Lothar Matthäus höre ich da. Kann ich. Aber ich habe da mal eine Frage. Ist Poppen mit Doppel-P? Also die Pop. Popshow mit Doppel-P, ja. Also geht es dann quasi um Sex. Dann kann das natürlich auch Franck Ribéry damit gemeint sein. Keinen blassen Schimmer. Und wer könnte im Moment der deutsche Popstar sein mit Doppel-P? Franck Ribéry? Franck Ribéry, der deutsche Popstar aus Frankreich, kann das sein? Ich glaube nicht. Aber jetzt haben wir jemanden, der weiß es. Der wird es jetzt auflösen. Was ist die Popshow? Alexandra Pop. Da haben wir Andrea Kolpatzik. Herzlichen Glückwunsch. Das ist genau richtig. Alexandra Pop, 19 Jahre alt, hat Nordkorea bei der WM abgeschossen und ist damit natürlich der Popstar und verantwortlich für die Popshow. Ja, das war's. Danke.